Herzlich willkommen im Namen des Bündnisses Niedersachsen-Pakt an. Herzlich willkommen zu diesem Online-Forum der Reihe Angepackt – Wege in Ausbildung und Beruf für geflüchtete Menschen in Niedersachsen. Heute haben wir den Auftakt, also das Auftaktforum, nachgefragt. Mein Name ist Minu Amirsehi, ich bin Fernsehjournalistin und werde Sie durch den heutigen Vormittag führen. Und heute sind ja vor allen Dingen technische Sachen als erstes, wollte ich das zumindest klären, nämlich Kommentare und Fragen können Sie bitte geben in der Chatfunktion. Sie können sowohl unseren Keynote-Speaker nachher etwas fragen, als auch natürlich die Experten und Expertinnen nachher in der Podiumsrunde. Die sind live hier in Hannover, mit denen werde ich reden und ich werde Ihre Fragen dann weitergeben. Dazu erstmal ein paar technische Hinweise. Auf der rechten oberen Seite des Bildschirms finden Sie neben dem Bündnislogo eine Hand. Und dahinter verbergen sich Symbole, die bekannten Smileys. Da können Sie also auch schon Zustimmung zum Beispiel signalisieren. Und sehr wichtig ist bei der Chatfunktion unten im Chat, also oberhalb der Eingabeleiste für die Chatnachricht, gibt es die Einstellung an alle Teilnehmer. Und die drücken Sie bitte, damit es im Chatverlauf dann auch erkennbar ist, Ihre Frage. Wenn Sie aber nur eine technische, organisatorische Frage haben an die Moderatorin, an die Veranstalterin sozusagen, nicht an mich persönlich, aber an die, die das hier organisieren, dann einfach verfolgen, nicht an alle Teilnehmer, sondern nur Moderatoren. Das ist dann die Funktion. Ja, und das Webseminar wird aufgezeichnet, so viel noch. Es werden Fotoaufnahmen und Filmaufnahmen gemacht. Sie zu Hause allerdings, also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie sind nicht mit Bild und Ton nachher zu sehen in der Aufzeichnung, aber der Chatverlauf und der Name. Und wenn Sie eine Frage stellen, würde ich das dann auch sagen. Gerne auch Ihre Institution, damit wir so ein bisschen wissen, was Sie machen und so ein bisschen Hintergrund haben. Wäre zumindest für uns sehr schön. Ja, und es wird später auch eine Aufzeichnung geben. Die wird auf der Website bereitgestellt im Nachhinein. Soweit erstmal das Technische. Und wie steht es denn um die Integration geflüchteter Menschen hier in Niedersachsen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt? Das ist unser Thema. Danach werde ich, wie gesagt, gleich live mit Expertinnen und Experten hier in Hannover sprechen. Und vorher hören wir eine Keynote, einen Poetry Slam und zuallererst jetzt die Begrüßung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil. Vielen Dank, Frau Amirsehi, und ein herzliches Moin allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser digitalen Konferenz. Normalerweise sind die Veranstaltungen des Bündnisses Niedersachsen Pakt an ja solche, wo man zusammen sitzt, zusammen arbeitet, hoffentlich auch zusammen Spaß hat. Das geht im Moment Corona-bedingt nun einmal nicht. Ich habe mich dennoch sehr gefreut über die große Resonanz, die einmal mehr eine Einladung des Bündnisses hatte. Es zeigt, dass das Thema, wie können wir Integration in Niedersachsen noch besser machen, tatsächlich unverändert aktuell ist und dass es überall im Land sehr viele Menschen gibt, die daran höchst engagiert arbeiten. An die Situation vor 5 Jahren, da werden wir alle uns, glaube ich, unser Leben lang erinnern. Wir hatten damals es ja mit einer Zuwanderungszahl zu tun, jeden Tag, die schien unsere Möglichkeiten zu übersteigen. Tatsächlich haben wir es in Niedersachsen ganz gut hinbekommen, haben aber auch gesehen, die eigentliche Arbeit, die hat dann erst angefangen. Das ist die Arbeit der Integration, die Arbeit daran, dass aus Fremden Kollegen, Freunde, Nachbarn werden. Jetzt nach 5 Jahren können wir feststellen, es gibt vieles, was wir erreicht haben. Es gibt auch noch manches, was wir erreichen müssen. Das gilt gerade für den Bereich Sprache und Beruf. Das ist ein Thema von höchster praktischer Bedeutung, das mir bei vielen Besuchen auch immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen begegnet ist. Arbeitgeber, die sagen, wir würden gerne ausbilden, aber natürlich ist ein Minimum an sprachlicher Qualifikation notwendig. Oder aber Zugewanderte, die sagen, wir würden wirklich gerne auch unsere Abschlüsse machen, aber kann man nicht zum Beispiel bei den Prüfungsunterlagen und den Modalitäten der Prüfung auch ein wenig darauf achten, dass wir es nun einmal noch deutlich schwerer haben als andere. Das sind nur einige wenige Beispiele und ich bin überzeugt davon, es gibt unendlich viel mehr, worüber man wirklich miteinander reden muss, wo man voneinander lernen kann und wo wir hoffentlich dann nach wie vor jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr immer noch besser werden, sodass wir tatsächlich sagen können, in Niedersachsen, da klappt die Integration in den Arbeitsmarkt gut. Und das ist eben auch die Grundlage mit für die gesellschaftliche Integration. In diesem Sinne wünsche ich dieser Konferenz einen guten Verlauf. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank.
Und jetzt kommen wir zu dem versprochenen Poetry Slam. Die Deutschlehrerin Eva-Lisa Finzi hat nämlich auf dem Poetry Slam-Wettbewerb Gemeinsam stark sein des Bündnisses Niedersachsen packt an am 28. Februar 2020 in Hameln gesprochen. Hallo Hameln und übriger Landkreis. Was vielen vielleicht nicht bewusst ist, wenn Geflüchtete in Deutschland ankommen, dann ist es ja nicht so, dass sich damit alle ihre Probleme gelöst haben und ihr Leben ab jetzt super gut und easy und einfach klasse ist, sondern viele Probleme beginnen erst da. Das weiß ich ganz gut, weil ich mich damit auch beruflich beschäftige. Ich bin nämlich Deutschlehrerin. Ich arbeite mit Geflüchteten zusammen in der Erwachsenenbildung. Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Und wenn man Deutsch lernen muss, gerade als erwachsener Mensch, das ist echt ein ganz schöner Haufen Scheiße, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer von euch fließend Latein spricht. Der Kurs, den ich aktuell unterrichte, das ist ein Kurs, der vorbereitet auf eine anschließende Ausbildung im technischen Bereich. Deswegen ist das ausnahmsweise ein Kurs, der dem Vorurteil entspricht. Es sind nämlich in meinem Kurs nur junge Männer. Die kommen größtenteils aus dem arabischen Raum und haben alle ihre ganz eigene Geschichte mitgebracht und ein schweres Leben hinter sich. Und jetzt kämpfen sie sich gerade durch ein genauso schweres Leben, wenn sie bei mir im Unterricht Deutsch lernen müssen. Deswegen kommt es bei uns manchmal auch zu ein bisschen einer brenzligen Situation. Eine davon habe ich aufgeschrieben. Es ist ein schwieriger Text, weil sehr viel Grammatik drin vorkommt. Als ich zum Klassenzimmer kam, hatten sich die Schüler schon versammelt und waren ganz aufgeschreckt. Ihnen gegenüber stand Eddie, das ist unser Hausmeister. Eddie hatte einen hochroten Kopf und sein dicker Bauch schwabbelte, als er mich erblickte. Ach, Gott sei Dank, die Lehrerin! Gucken Sie sich das an! So eine Sauerei! Er deutete auf die Wand des Klassenzimmers. Daran prangte eine großflächige, Edding gekritzelte Botschaft namens »Ich will deinen Sperma schlucken«. Konnte nachvollziehen, dass ihm diese Art der künstlerischen Wandgestaltung irgendwie missfiel, wusste aber nicht direkt einzuordnen, was ich jetzt damit zu tun hatte. Na, das muss doch Ihr Kurs gewesen sein, nur Ihre Schüler waren gestern noch hier. Jetzt kam erneut Bewegung in die Gruppe von Schülern, die mich bisher nur erwartungsvoll angeblickt hatten. Einer von ihnen hob langsam die Hand. Ja, bitte, Suleiman. Voilà, wir waren nicht das. Doch, natürlich, brüllte Eddie dagegen. Siad stellte sich neben Suleiman. Ehrlich, wir waren nicht das und wir können das auch beweisen. Eddie verschränkte zornig die Arme. Na, da bin ich ja gespannt. Siad sah mich an und sagte zögerlich, gestern, wir haben im Unterricht die Artikel gelernt. Und lieber Mr. Hausmeister, das sagen Sie wirklich, ich habe keine Ahnung warum. Lieber Mr. Hausmeister, da steht deinen Sperma, das Maskulin, aber Wörter mit Ma am Ende sind immer Neutrum. Hä? Eddie war sichtbar verwirrt. Siad begann freundlich aufzuzählen. Das Thema, das Klima, das Drama. Aus der zweiten Reihe meldete sich Mohammed. Und Mohammed, muss ich kurz erwähnen, der ist zwar erst 19, hat aber wirklich beeindruckenden Bartwuchs. Und immer wenn er sich meldet, haben die Leute kurz Angst, dass er nur an seinem Gürtel reißt. Stimmt, was Siad sagt, begann er. Aber muss ich was dazu sagen auch? Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Stimmt bei einer Sache nicht, heißt die Firma. Eddie musste sich kurz sammeln, wagte aber dann doch noch einen Versuch. Ihr holt euch jetzt einen von den Geräten und dann macht ihr das wieder sauber. Da entgegnete Yasin, aber Mr. Hausmeister, wissen Sie denn nicht, dass alle Wörter mit G am Anfang sind auch Neutrum? Und der kleine Masin, der am Rande stand, begann gleich mit seiner Aufzählung. Das Gebäude, das Gekritzel, das Geständnis. Mohammed rief wieder dazwischen, gibt auch hier extra. Zum Beispiel die Gerechtigkeit. Ha, Bruder, schaltete sich Alan ein. Das ist einfach. Kite am Ende ist immer feminin. Guckst du die Vielseitigkeit, die Freundlichkeit. Erwartungsvoll lächelnd blickten sie Eddie an. Der kratzte sich am Kopf und sagte, ja, aber die Sauberkeit? Richtig, Mann, freuten sich alle.
Masin schnippte mit den Fingern. Nicht vergessen, bitte, geh am Anfang immer Neutrum, außer wenn kalt am Ende, aber heißt es auch der Gedanke. Hä? Welchen Gedanke jetzt? Fragte Eddie. Da meldete sich schon wieder Yasin. Gedanke. Mann, Gedanke kann man glauben, ist feminin, wegen E am Ende. So wie die Schule, die Liebe. Aber Gedanke ist maskulin. Ja, voilà, freute sich Hassan. Und weil maskulin und E am Ende, ist auch noch N-Deklination. Und schon begannen sie fröhlich unisono zu deklinieren. Der Gedanke, den Gedanken, dem Gedanken, des Gedanken. Hast du Fehler gemacht, Mr. Hausmeister? Rief Rami freundlich. Aber Eddie, der mittlerweile stark schwitzte, brachte nur noch hervor: Ich brauche Schnaps. Einen Schnaps, korrigierte Alan. Brauchen ist immer mit Akkusativ und Schnaps ist maskulin, weil Alkohol ist immer maskulin. Der Wodka, der Gin, der Wein. Ohne zu zögern, fügte Muhammad hinzu: 100% richtig, Bruder. Einzige Extra ist Bier. Eddie stieß einen verzweifelten Schrei aus und stapfte wortlos Richtung Keller. Suleiman trat auf mich zu. Eine Sache noch. Sie müssen uns glauben, das da ist nicht von uns. Wir sind alles Männer, wir mögen gar nicht Sperma schlucken. Hey Jungs, erwiderte ich, habt ihr etwa vergessen, was wir in der Landeskunde über Homophobie besprochen haben? Sie schüttelten eifrig die Köpfe. Nein, nein, haben wir gelernt. Liebe ist wichtig. Nicht wen man liebt, sondern dass man liebt. Und während sie alle endlich zu ihren Plätzen schlenderten, blickte Ahmed nochmal zurück. Ich glaube, sagte er, Mr. Hausmeister liebt nicht uns, liebt am meisten seine Wand. Ja, sagte ich, aber auch das ist in Deutschland voll okay. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zur versprochenen Keynote von Dr. Merdad Payande. Er ist Vorsitzender des DGBs Bezirks Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. Er wurde 1960 im Iran geboren und war bis zu seiner Flucht 1985 für Arbeitnehmerrechte politisch aktiv. Er studierte in Hamburg, Bremen und der Ukraine und ist jetzt schon ziemlich lange beim DGB. Dazu werden wir auch nachher noch ein Gespräch führen. Wie gesagt, Sie können dazu auch Fragen stellen, jetzt schon im Chat. Und er ist uns jetzt zugeschaltet aus Baden-Württemberg. Und seine Keynote hat den Namen Meine Arbeit, mein Deutschland, die integrative Kraft der Arbeit. Bitte schön, Herr Payande. Ja, vielen Dank, Frau Amisei. Nach wirklich diesem sehr aufmunternden Vortrag oder so, Erzählung von Frau Finzi, muss ich sagen, kommen bei mir auch viele Erinnerungen hoch, weil tatsächlich ist es so, wie man anfängt, als Deutsch als Fremdsprache zu lernen, das macht man auch witzige Fehler. Vielleicht in dem Moment sind nicht witzig, aber am Ende doch bleiben sie in Erinnerung. Was ich dann mitbringen wollte, ein Stück Gefühl zu bekommen, dafür, wie überhaupt Integration entsteht. Integration entsteht ähnlich wie bei Kindern. Kinder werden geboren in eine Familie, dann ist Familie, da haben sie sicheren Aufenthaltsstatus. Bei der Familie werden eng betreut, engmaschig betreut, intensiv betreut. Sie lernen die deutsche Sprache, langsam machen sie Fehler. Zum Teil, wenn ich bei meinem kleinen Sohn sehe, ruiniert überhaupt die deutsche Grammatik. Zum Teil bringt Artikel durcheinander, aber am Ende lernen sie praktisch dadurch, durch Kindergarten und so weiter, die Sprache, Regelwerk in Gesellschaft, wie man sich zu benehmen hat, wie die Prozesse laufen, was man dann Schritt für Schritt werden sie vorbereitet, zum Beispiel über eine Ausbildung und so weiter auf Berufsleben. Und dann im Berufsleben eigentlich fängt man richtig. Man kann diese dann auf Menschheit loslassen. Und dann können sie für sich Verantwortung übernehmen und werden sie praktisch zu, so sagt man in Anführungszeichen, vollwertigen Mitbürger. Und arbeiten sie, lernen ihre Partner kennen und viele auch, sagt man, Deutschland ist für Menschen auch oft mit der Arbeit zu gleichzusetzen. Das Gleiche findet irgendwann bei den Flüchtlingen statt. Nur sie haben eine Vergangenheit, es ist ähnlich wie Geburt, aber sie kommen an in einem fremden Land. Ihr Aufenthaltsstatus ist alles bei den Kindern ist leider offen. Aber sie müssen auch Sprach- und Integrationskurse machen und langsam Regelwerke lernen, wie man sich orientiert in diese Gesellschaft. Und am Ende, wenn die alles erfolgreich gut abgeschlossen haben, also das muss auch unser Interesse sein, gelingt es ihnen den Anstieg in den Arbeitsmarkt. Und von dort aus
beginnt ihr Leben eigentlich in Deutschland. Das ist um sie herum, das ist ihr Deutschland. Ihr praktisch anders als wenn sie jetzt mit Gesellschaft lernen, sie überwiegend über Arbeit kennen. Ihre Freunde lernen sie. Wenn wir uns mal angucken, jetzt die Zahlen und dann den Prozess gucken, dann können wir mal sagen, was sind die erforderlichen Maßnahmen, damit das Integration gelingt. Also circa von 1,6 Millionen Geflüchtete sind zwischen 2014 und 2020 zu uns gekommen. Und also immer 10%, ungefähr knapp über 10% sind in Niedersachsen. Und Deutschland hat sehr früh aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, als ich das zum Beispiel nach Deutschland kam, gab es keine Sprachkurse. Ich musste bitten, dass ich überhaupt Deutsch lernen darf. Heute hat man Integration, Sprachintegrationskurse und da sind wir wirklich weitergekommen. So, jetzt man Zahlen sich mal anguckt, die sind 8000 Geflüchtete sind in einem Deutschkurs. Davon sind über 3.800 in berufsbezogene Sprachförderung und 4.870 in einem Integrationskurs. Wir sind also auf dem guten Wege. Das ist sehr wichtig für den Staat in den Arbeitsmarkt, aber oft klappt das nicht. Also so brauchen Sie B1 fakultativ, aber es gab auch viele Menschen, die haben sogar B2 als Zeugnis, aber schaffen sie immer noch mit der Sprache nicht. Es sind viele Gründe, die sind zum Beispiel auch, sie sind immer noch in Sammelunterkünften untergebracht. Sie sind unter sich, sie sprechen kaum Gelegenheit, richtig Deutsch zu sprechen. Also sie lernen sie im Unterricht, aber praktisch nicht. Dann oft ist es so, dass während des Sprachkurses hat man Termine parallel. Also du musst zu Behörden gehen, kommst zu Unterbrechung. Oder auch viele haben sie mit Gedanken, können sich nicht auf Deutschland, auf den Kurs einlassen, weil sie unsicher sind. Dürfen sie in Deutschland bleiben? Dürfen sie nicht bleiben? Diese Unsicherheit prägt diese. Das Gleiche gilt aber auch für den Ausbildungsmarkt. Es gibt viele Programme, die gut sind, wirklich und auf der Landesebene vor allem, von Willkommen und Integrationslotsen über Ausbildung für also handwerkliche Integrationsprojekte für handwerkliche Ausbildung oder Perspektive für weibliche oder junge Flüchtlinge etc. Die haben viele Stärke, weil zielgenauer sind, auf Grundkompetenzen aufbauen, vermitteln. Dann sind Kooperationsmodelle von Sprach- und Weiterbildung, Sprachvermittlung und Weiterbildung. Dann gibt es auch als sogenannte assistierte Ausbildung, sogenannte Einstiegsqualifikation. Und dann gibt es Maßnahmen, die bauen darauf auf, dass die, wenn sie ihre Zeugnisse anerkannt werden, Berufsabschlüsse starten können. Alles wirklich gute Dinge, aber wir sind im Ergebnis noch nicht so erfolgreich. Ich nehme mal ein Beispiel. Trotz all dieser Maßnahmen sind 75% dieser Menschen gehen Helferberufe nach. Die meisten sind sie in Niedriglohnsektor beheimatet. Oder wir sind, also was sind die Gründe? Das ist, wenn meine Sprache nicht da ist, bei Ausbildung, die Abbruchsquote ist bei 37,5%, relativ bei diesen Menschen höher. Dementsprechend Prüfungserfolg niedriger, weil die auch viel Sprachkompetenz nicht da ist, ausreichend, oder die Übung nicht da ist. Man ist nicht gewandert, man fühlt sich mit der Sprache nicht zu Hause. Deshalb gelingt das nicht. Dann stellen wir fest, dass zum Beispiel im Vergleich zum Beispiel 2008 Integration über Arbeitsmarkt lief über Industrieberufe. Heute läuft über Handwerksberufe. Und alle solche Dinge kommen dazu, dass wir nicht in diesem Maße erfolgreich sind, was diese Menschen angeht. Ein anderer Faktor kommt, dass viele Menschen gehen sie eine einfache Tätigkeit nach, weil sie Geld verdienen wollen, damit Einkommensnachweis haben, wenn sie Angehörige im Ausland haben, damit die Familienzusammenführung klappt und einkommensmäßig nicht im Wege steht. Also wenn man guckt, wenn handwerkliche Berufe sind, ist Ausbildungsvergütung, wenn nicht, sehr niedrig. Insofern gehen sie leider auch junge Leute diese einfachen Berufe nach. Was wir
Ich sehe, die Zeit läuft. Die Gründe habe ich auch genannt. Ich würde sagen, weil viele Ältere, das sind, glaube ich, bei den Geflüchteten sind 55% unter 35 Jahre und dann andere 50 dann älter. Dass wir versuchen, praktisch uns auf die Jüngere konzentrieren, weil diejenigen, die zur Schule gehen, vor allem an Ganztagsschulen, die sind wesentlich schneller integriert, beherrschen die Sprache, schnell Teil unserer Gesellschaft geworden. Die unterscheiden sich von unseren Kindern nicht. Das heißt, da konzentrieren und am Ende eine Bitte habe ich, Integration braucht Zeit. Wir müssen wirklich nicht sofort sagen, du hast 2 Kurse gemacht, das bringt gar nichts bei dir, sondern Geduld haben. Kombiniert mit Beruf, Ausbildung, auch praktisch auch Betreuung hinbekommen. Wie ein Kind in der Familie, das wird über Jahre durch intensive Betreuung, wird durch die Eltern an die Hand genommen, dass, und dann schafft das. Und so können wir, meine Bitte ist, verlieren wir nicht bitte die Geduld, wenn Misserfolge da sind, die Menschen helfen, wieder aufzustehen, nochmal anzufangen. Und ich glaube, es wird uns gelingen und Niedersachsen wirklich ein gutes Land. Durch Niedersachsen-Pakt an haben wir viel gezeigt. Ich bin mir sicher, bei mir ist es gelungen. Es wird bei anderen Geflüchteten auch gelingen. Und wir werden neue Mitbürgerinnen und Mitbürger bekommen, die unser Land bereichern. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Payande. In der Tat sind Sie ja ein Positivbeispiel. Ich will noch mal eben darauf hinweisen, dass Sie ja Herrn Payande jetzt Fragen stellen können. Also Sie können jetzt im Chat Fragen stellen, die ich dann hier lese und auch vorlesen kann. Herr Dr. Payande, Sie haben selber zum Schluss angesprochen. Sie sind ja selber ein Positivbeispiel. Trotzdem, was waren in Ihrem Werdegang, wenn ich das Wort Problem nennen darf, was war das Schwierige? War es die Sprache oder waren es auch ganz andere Dinge? Das würde mich noch interessieren. Also ich habe Sprache, weil sie allein war, bei deutscher Familie untergekommen war, sehr schnell gelernt. Sprache war nicht das Hindernis. Das Problem begann dort, wo mein Abitur nicht anerkannt wurde, weil eine der besten Schulen im Iran, aber ich habe meinen Abschluss nach der Revolution im Iran gemacht, es war ein Jahr Islamische Republik und dann deshalb wurde nicht anerkannt. Ich habe sehr viel gekämpft, dass überhaupt ich auf die Uni gehen kann. Ich habe, ehrlich gesagt, wenn ich offen reden darf, 10 Jahre meines Lebens verloren. Solche Dinge waren mich, aber ich habe nicht aufgegeben, aber man muss nicht, man soll ein bisschen Menschen Anschub geben, damit sie vorankommen. Ich habe institutionelle Probleme gehabt, nicht sprachlich. Gut, dann wir haben eine Frage von Annette Mücke. Sieht Dr. Payande das Problem der Berufsorientierung eher im Vorgehen in unserem Staat, wie unser Staat es macht, also erst Industrie, dann Handwerk, oder die Orientierung der Menschen mit Fluchthintergrund selbst? Ich würde sagen beides. Ja. Die sind noch nicht angekommen, sie sind wenig informiert über Vorteile einer Berufsausbildung, über ihre Rechte. Das ist der eine. Sie setzen sich mit der Gesellschaft viel weniger auseinander und sie denken an Einkommen vielleicht oder wollen sie schnell Geld bekommen, weil sie aus welchem Grund auch immer. Aber und auf der anderen Seite, wir haben einerseits, was eine Schuldzuweisung ist es nicht, wir haben auch wenig Erfahrung mit interkulturellen Kommunikation, mit den Hindernissen, die vielleicht in dem Kopf eines Menschen vorhanden sind und so weiter. Also ich glaube, es wäre zum Teil auf beide Seiten sind Missverständnisse da und dann kommuniziert man zum Teil aneinander vorbei. Und ich sehe oft, ich kenne einige Geflüchtete, die intensiv wirklich von ehrenamtlichen Menschen betreut werden. Und die sind, da ist bei denen, die es auf sich aufeinander einlassen, ist der Erfolg größer. Ich kenne es 3-4 Beispiele, wo sie dann geschafft haben, Führerschein zu machen, Ausbildung fast jetzt kurz eine davon erfolgreich abzuschließen. Aber es bedeutet wirklich mehr Betreuung, intensive Arbeit und Geduld. Also ich will keine Schuldzuweisung in der Hinsicht machen. Wir lernen erstmal miteinander umzugehen. Haben Sie denn noch konkrete Ideen oder Konkretes, wo Sie sagen, so wäre, das wäre vielleicht noch gut, auch so praktisch, vielleicht was man noch machen könnte oder was Ihre Vorschläge sind? Also praktisch ist es so, dass diese Menschen wirklich umfänglich auch informiert werden anhand Faktenbeispielen. Also ich nehme ein Beispiel, wenn ein Mensch einen bestimmten Beruf erlernen will, man muss ihn attraktiv machen, erreicht er das?
Was sind zu machen, dass er das transparent ist? Was lernt er, was lernt er nicht und so weiter, dass er sich Gedanken macht und dann sich innerlich darauf einstellt und dann auch sagt, du hast eine Übernahmegarantie. Das heißt, wenn du das lernst, bekommst du einen ordentlichen Job, du bist, also schaffst, ich helfe dir, Gesellenprüfung zu machen und danach hast du ordentlichen Lohn und das sind so Dinge, wo du, es lohnt sich zu lernen und dann du willst, also solche Dinge sind, wo Sicherheit gibt diesen Menschen und dann ehrlich gesagt in vielen mittelständigen Betrieben, also jetzt handwerklichen Berufen zwischen dem Meister und dem Betrieb, den Handwerker und den Beschäftigten, eine enge Beziehung, da Zeit zu nehmen, an die Hand zu nehmen, auch diese Menschen zu begleiten. Das heißt, Berufsausbilder sollen auch begleitet werden, damit sie verstehen, in welcher Sprache mit dem zu reden, nicht falsch verstehen. Das sind solche Dinge, die, glaube ich, konnten uns helfen im Alltag. Aber wichtig ist, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen und eine Erfolgsperspektive, Übernahmeperspektive haben und so weiter. Wie stehen Sie zu den Möglichkeiten der Digitalisierung hinsichtlich des individuellen Ankommens in Deutschland? Also ich muss bei den einigen Geflüchteten selbst beobachten, die lernen nicht, wie ich 1985 gelernt habe, in einsam mit Wörterbuch, sondern die lernen auf Smartphone. Das heißt, Digitalisierung bietet wirklich viele Möglichkeiten, individuell so eine Sprache beizubringen und ein Stück mehr zu informieren. Es gibt manchmal Sprache mit Untertitel. Also diese Dinge, die gibt es heute und die würde wirklich uns helfen, Integration zu beschleunigen. Die Welt vergrößert sich. Also wenn man in einem Kaff wohnt und dann nur noch einige Menschen sieht, das ist die Welt klein. Aber durch Digitalisierung erweitert sich unseren Horizont und dann erfahren wir voneinander mehr. Und ich glaube, Digitalisierung hat wesentlich positiven Beitrag geleistet und leistet immer noch. Wir sollen sehr gezielter einsetzen, das Instrument. Ich bin aber nicht so versiert zu sagen, wie weit der Stand ist. Ich glaube, das wird auch benutzt in den Sprachkursen. Veranstaltung vor allen Dingen um junge Leute. Da haben Sie jetzt, Digitalisierung ist sicherlich schon ein wichtiger Fakt. Gibt es denn noch weitere Sachen, wo Sie sagen würden, das wäre gerade für junge Leute noch gute Instrumente? Also das beste Instrument ist, wenn Sie nach der Schule, Sie lernen, also die sehr jungen Leute, die sind in Ganztagsschulen vor allem sehr erfolgreich lernen, die haben deutsche Freunde und so weiter, sie haben ähnliche Schicksale. Also ich würde hier keinen großen Unterschied machen. Wenn auch bei deutschen Kindern, wenn auf schiefe Bahn gekommen ist, das passiert bei den Menschen auch mit Migrationshintergrund, jungen Leuten auch. Aber wenn sie wirklich ordentlich lernen und so weiter, bekommen sie einen Ausbildungsplatz, gehen sie hin. Da werde ich bei jungen Leuten keine Sorgen machen. Eher würde ich sagen, bei den Menschen, die älter sind, diese obere 50%, die über 35 sind, die leider auch sehr viel, wenn sie Beruf hatten, einen ordentlichen Beruf, kommen sie hier nicht anerkannt, die beherrschen, die lernen auch schwer die Sprache, sie kommen nicht unter. Ich kenne auch einige im Raum Münster, wirklich die erfolgreiche Kaufmann, das ist depressiv geworden, kam nicht mit der Gesellschaft zurecht. Also eigentlich die bereiten mir Sorgen, aber nicht die jungen Leute. Ich glaube, Integration ist sehr einfacher, wenn wir differenziert reingehen und fokussieren auf junge Leute, ausgebildet werden. Sie kommen wesentlich schneller in den Arbeitsmarkt. Ich sage, bei mir hat das auch geklappt, 10 Jahre Hindernisse. Trotzdem habe ich geschafft, weil ich jung war und keine Familie hatte, keine Sorgen hatte und so weiter. Also wenn diese Sorgen weg sind, wenn sicherer Aufenthaltsstatus da ist, ehrlich gesagt, sicherer Aufenthaltsstatus ist A und O, um überhaupt auf diese Gesellschaft sich einzulassen. Wenn immer ohne Ergebnis ist, dann ist man unsicher. Weiß man nicht, gehört man dazu, gehört man nicht, wird man abgeschoben. Das sind Unsicherheiten, wo mental der Integration im Wege stehen.
Noch ganz kurz, Herr Dr. Payande, Sie in Ihrem eigenen Lebenslauf, Sie haben ja gesagt, die Probleme lagen eher an Institutionen oder an den deutschen Institutionen in dem Fall. Was würden Sie da empfehlen, was sollte man heute mit den jungen Leuten, was da anders machen? Zum Beispiel auch, was Ausbildung angeht, was Vorschriften angeht, was Sie sagten ja selber, Ihr Zeugnis wurde nicht anerkannt. Da gibt es ja oft Unterschiede von anderen. Wurde es dann anerkannt? Was würden Sie da empfehlen? Ist da eine Vereinfachung überhaupt möglich? Also wie zumindest sollten wir darauf aufbauen, auf den Ergebnissen. Also Abitur ist nicht ist kein Berufsabschluss, aber darauf aufbauen, wirklich genau hingucken, was bringen diese Menschen mit und diese Zeit uns nehmen und darauf aufbauen und dementsprechend ermöglichen den Anstieg. Manchmal ist es so, ich habe mitbekommen, kannte ich einen Geflüchteten, der war guter, wirklich Fliesenleger. Aber er wollte, sagte, warum soll ich das jetzt nochmal eine Berufsausbildung machen? Inzwischen gibt es die Möglichkeit, Sie können bei Handwerkskammer zum Beispiel eine Gesellenprüfung machen und dann dementsprechend als gute, dann Prüfung schafft das und dann kriegt er, dann ist hat er praktisch Ausbildung abgeschlossen, kann er starten. Das sind dann, also einige solche Dinge sind, die kann man machen. Das heißt, da aufbauen auf das, darauf, was die Menschen mitbringen, das ist wichtig, und versuchen diese, weil sagt man erfolgreicher ist. Dritter Punkt ist, gucken, dass diese Menschen praktisch auch sprachlich in diesem Bereich besser lernen. Am besten ist bei der Anwendung von Berufungsverwaltung. Und als letzte ist, oft ist es so, dass die Prüfungen in einer Sprache geschrieben sind, dass selbst ein Deutscher schwer versteht. Jetzt kann man sich vorstellen, wie es ist mit einem, der als Fremdsprache lernt. Da würde ich mal auch ein bisschen öffnen, dass vielleicht die mündliche Prüfungen auch akzeptieren, damit man, dass sie nicht an schriftliche Prüfungen scheitern. Das sind viele scheitern an Prüfungen bei der Ausbildung, an schriftlichen Teil der Prüfung. Da sollten wir wirklich unorthodoxe Wege gehen, weil ich habe eingangs gesagt, ein Problem ist praktisch diese Sprachkompetenz und vor allem schriftliche Sprachkompetenz. Da sollte nicht für einen Handwerker, der schreibt doch keinen Text, der macht handwerkliche Arbeit, das ist kein Weltuntergang, das ist auch kein Untergang des Abendlandes, wenn ausnahmsweise auch mündliche Prüfung anerkannt wird und zum Teil auch schriftliche Prüfung ersetzt. Das sind praktische Lösungen. Vor Ort muss man Spielräume schaffen und maßgeschneiderte Lösungen finden. Ich glaube, die Praktiker, die kennen sich viel besser aus als ich. Herzlichen Dank, Herr Payande. Und ich bedanke mich, dass Sie Ihren Lebenslauf auch so ein bisschen, dass Sie da ein bisschen Fragen beantwortet haben und natürlich für die Keynote. Herzlichen Dank. Dr. Payande war das Regionalvorsitzende des DGBs für Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. Herzlichen Dank. So, ich danke Ihnen, Frau Amitsey. Viel Erfolg. Danke. Genau, und jetzt können Sie sich auch beteiligen, jetzt können Sie als Zuschauer sich beteiligen, nämlich mit einer Umfrage. Konnten die vorhandenen Instrumente zur Integration Geflüchteter in Ausbildung und Beruf nach Ihrer Erfahrung gut genutzt werden? Das können Sie jetzt beantworten. Vielen Dank erstmal.
Da werden wir natürlich gleich noch näher zu kommen, denn ich habe jetzt hier Expertinnen und Experten, wie versprochen, und zwar live hier in Hannover im Studio. Und wir diskutieren also jetzt über die aktuellen Herausforderungen der sprachlichen und beruflichen Integration vor allem junger Geflüchteter im Übergang von Schule zu Beruf. Ich stelle Ihnen jetzt erstmal ganz kurz die Expertinnen und Experten vor, nur mit Namen und nachher bei der ersten Frage dann, was sie auch genau machen. Neben mir ist Christoph Meinecke, herzlich willkommen. Neben ihm Dr. Hildegard Sander und ganz außen Dr. Gerhard Wegner. Und auf der anderen Seite neben mir, das ist Johannes Pfeiffer neben mir direkt, und daneben Frauke Keck-Perkner. Herzlich willkommen. Hallo. Ich muss dazu noch sagen, Frau Keck-Perkner ist für Frau Walter eingesprungen. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig gekommen sind. Ich stelle Ihnen jetzt erstmal neben mir Christoph Meinecke vor. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. Seit 14 Jahren ist er aktiv und sein Bereich dort aktiv. Vorher war er auch schon anderweitig natürlich aktiv. Sein Bereich sind Sozialversicherung und Bildung, also ein wichtiges Thema heute. Sie vertreten ja Unternehmen, Arbeitgeber in Niedersachsen. In Ihrem Verband sind viele Firmen und Ausbildungsbetriebe, die ihren Fachkräftemangel ja decken wollen und dafür natürlich sehr gerne Geflüchtete einstellen. Wie ist denn das? Da ist es ja auch sehr wichtig. Was tun denn die Unternehmen für Integration oder was ist Ihr Beitrag bisher dafür? Naja, der Beitrag liegt, glaube ich, erstmal darin, in Arbeit zu integrieren. Das ist der Hauptbeitrag. Wenn ich Arbeit habe und meine Rolle habe, habe ich eine Rolle in dieser Gesellschaft und das ist, glaube ich, die Hauptintegrationsaufgabe, die Unternehmen leisten. Und dass das nicht ganz einfach ist mit Geflüchteten, das wissen wir alle. Und da gibt es halt eine unheimliche Kreativität, die Unternehmen dort an den Tag legen, um das noch zu flankieren, neben der eigentlichen Arbeit. Gut, da werden wir nachher noch mehr zu kommen. Und auf der anderen Seite neben mir Johannes Pfeiffer. Er ist Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Niedersachsen. Seit 1984 ist er schon bei der Bundesagentur, hat also schon einiges erlebt. Und seit den Nullerjahren ist er für Integration zuständig. Er hatte verschiedene Stationen bei der Bundesagentur, zuletzt in Berlin-Brandenburg. Und er war davor in der Zentrale Nürnberg. Wie ist denn das? Welche Fortschritte sind denn schon bei der Integration im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erkennbar? Was haben Sie schon erreicht? Naja, Menschen aus anderen Ländern, die kommen aus unterschiedlichen Gründen zu uns seit Jahren. Entweder weil sie müssen, auf der Flucht sind oder weil sie das wollen, weil sie zu ihren Familien wollen oder weil sie bei uns einfach arbeiten wollen. Und als Gesellschaft ist es unsere Aufgabe, jetzt entweder diesen Schutz zu bieten oder eben halt Heimat dann tatsächlich auch zu bieten, soziale Teilhabe zu organisieren. Und jetzt komme ich zum Thema soziale Teilhabe, Teilhabe an der Gesellschaft zu organisieren. Das funktioniert bei uns ganz häufig über Arbeit. Und für Arbeit wiederum, da braucht man ganz häufig Sprache. Sprache und Qualifizierung. Und das sind die Themen, auf die wir uns als Bundesagentur für Arbeit auch konzentrieren. Wir organisieren Qualifizierung, wir ermöglichen Qualifizierung, wir trainieren, wir machen Berufsorientierung und wir machen auch da, wo es möglich ist, gemeinsam mit vielen anderen Partnern dann eben halt dann auch Sprachunterrichte, Qualifizierung in dem Bereich und so weiter. Und wir sind gut unterwegs bei diesem Thema. Allein wenn ich mir anschaue, wie ist die Beschäftigungsentwicklung bei den Menschen, die aus den Hauptasylherkunftsländern zu uns kommen, dann haben wir inzwischen die Situation, dass 32.000 Menschen in den letzten Jahren hier in Niedersachsen Beschäftigung aufgenommen haben. 32.000 Menschen aus diesen Ländern. Und das finde ich ist ein großer Erfolg. Allerdings, um da gleich schon einen Wermutstropfen reinzubringen, nur 4.000 darunter sind Frauen. Das zeigt dann schon, wo wir noch stärker hingucken müssen. Aber das ist eben halt so ein Punkt. Wir sind gut unterwegs, wir sind erfolgreich unterwegs, aber wir haben noch ganz, ganz viel zu tun. Und die Erfolgsfaktoren nochmal sind Sprache und Qualifizierung. Ja, da werden wir noch weiter natürlich zu kommen. Dr. Sander, Sie sind Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Handwerkskammer Niedersachsen. Und Sie haben in Göttingen, Großbritannien studiert und sind auch Geschäftsführer des Landesverbandes der Unternehmerfrauen im Handwerk Niedersachsen e.V. Und Sie sind vom Vorstand des Innovationsnetzwerks Niedersachsen. Was konnte denn bisher für die Zielgruppe der jungen Geflüchteten getan werden? Also wir müssen sagen, dass wir im Handwerk das Thema sehr schnell aufgegriffen haben. 2015 haben wir ein Integrationsprojekt aufgelegt
für Ausbildung, für Flüchtlinge und für Asylbewerber, weil es uns ein großes Anliegen ist, möglichst viele junge Menschen in eine Ausbildung zu bekommen. Denn wir können nur integrieren, wenn wir die Geflüchteten in die Mitte unserer Gesellschaft holen. Und das können wir nur über eine Qualifikation. Jetzt haben Sie schon gesagt, ich bin hier in einer Doppelfunktion heute und Herr Pfeiffer hat es ja auch schon angedeutet. Frauen ist bei uns ein ganz besonderes Thema. Als Geschäftsführerin des Landesverbandes der Unternehmerfrauen habe ich zu vielen Betrieben im Handwerk einen sehr engen Kontakt über die Unternehmerfrauen, die häufig die soziale Ader in den Handwerksbetrieben sind. Und sie haben relativ schnell festgestellt, dass bei den Ankommenden und auch bei den Mitarbeitern eine gewisse Sprachlosigkeit herrscht. Denn wir wussten damals nicht, wer kommt, aber es gab eben auch viele, die ihre eigene Muttersprache nicht schreiben konnten. So, und was haben die Unternehmerfrauen gemacht? Sie haben eine Broschüre aufgelegt. Ich habe sie einfach mal mitgebracht. Willkommen im Handwerk. Und dort wurden Werkzeuge in den verschiedensten Gewerken, in den unterschiedlichsten Sprachen, also Englisch, Französisch, Polnisch, Arabisch und Farsi beschriftet. So, und ich habe damals leichtsinnigerweise gesagt, meine Kontaktdaten könnten auf die Rückseite dieser Broschüre. Und Sie können sich nicht vorstellen, was danach passiert ist. Also aus dem Ehrenamt heraus der Frauen wurden weit über 60.000 Broschüren in die unterschiedlichsten Bereiche versandt. Ich hatte damals gesagt, das sind vor allem Betriebe, die sich melden würden. Aber weit gefehlt. Es waren Flüchtlingsinitiativen, es waren Leitungen von Flüchtlingsunterkünften, es waren Lehrkräfte. Und jedes Mal hatte ich im Vorfeld ein Gespräch. Und diese Gespräche waren oft sehr emotional, gingen weit über das Sachliche hinaus. Und diese Bilder in Verbindung mit der Sprache hat die Menschen, die ja häufig auch mit mehreren Sprachen in den Kursen waren, zusammengebracht. Und das, denke ich, war ein wirklich großer Erfolg. Danke schon mal, Frau Dr. Sander, für die konkreten Beispiele. Das ist ja immer sehr schön. Frau Keck-Perkner, Sie sind vom Kultusministerium Leiterin des Referats Qualitätsmanagement und Steuerung, Schulinspektion sowie Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. Sie waren über 20 Jahre selbst im Lehrberuf, in der Schule. Und wie gesagt, Sie vertreten, Frau Walter, die Abteilungsleiterin. Genau. Und Sie sind auch ehrenamtlich aktiv. Nein, auch das knüpft hier an, das Thema Frauen, nämlich die Organisation Zonta, die Frauen vertritt. Und in Ihrer Regionaldirektion haben Sie sich auch um Migrantinnen speziell gekümmert. Vielleicht können Sie jetzt sagen, auch aus Sicht des Kultusministeriums, aber auch aus Ihrer Erfahrung her, was konnte denn bisher erreicht werden und wie steht es auch mit der Deutschförderung? Also vielleicht habe ich jetzt Glück, dass ich an dieser Stelle jetzt sprechen darf, weil Frau Dr. Sander hat es mir leicht gemacht und Herr Pfeiffer auch, weil was wir, glaube ich, ich möchte jetzt mal eine Klammer ziehen, das, was gelungen ist seit 2015, dass wir wirklich stabile Netzwerke gebildet haben. Das heißt nicht, dass wir schon am Ende sind. Sie haben es ja ganz deutlich gesagt. Wir haben noch Straße vor uns. Aber dieses Zusammenschweißen seit dem Jahr 2015, das ist wirklich etwas, was der Integration der junge Menschen in Arbeit, in Beruf zu bringen. Also ich glaube, das ist etwas, was uns in Niedersachsen niemand mehr nehmen wird. Und wenn ich auch noch mal konkrete Beispiele nennen darf, die Broschüre, die haben wir auch in unseren berufsbildenden Schulen gerne verteilt und sie sind auch im Unterricht eingesetzt worden. Das Sprint-Projekt, ich glaube, das ist hier ja bei Ihnen allen bekannt, das war ein Projekt, das auferlegt worden ist, ein Stück aus der Not heraus, aber wir haben sofort gehandelt. Wir haben eine kleine Bilanzierung des Projektes gehabt. Wir hatten zum Schluss fast 100 Schulen. Wir haben insgesamt 132 öffentliche berufsbildende Schulen in Niedersachsen. Fast 100 Schulen haben sich an dem Sprint-Projekt beteiligt. Wir haben ungefähr fast 9.000 junge Menschen, geflüchtete junge Menschen im Sprint-Projekt betreuen können. Und was, glaube ich, aber das ist, was bei einem Projekt das Besondere ist. Wir haben es geschafft, dieses Projekt jetzt zu institutionalisieren. Wir haben es in unsere Verordnung der berufsbildenden Schulen gebracht. Und da haben wir jetzt eine Möglichkeit, dass wir jetzt eine zweistufige Berufseinstiegsschule haben.
Und ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle schon verraten darf, aber ich glaube, das ist etwas, womit man auch wirklich ein Stück stolz sein darf, weil es etwas für Niedersachsen Einmaliges ist. Wir haben die Möglichkeit, in einer Vollzeitschulform in der zweiten Klasse der Berufseinstiegsschule eine Einstiegsqualifizierung in Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion, vielmehr mit der BA zu führen. Und das ist wirklich etwas, was den jungen Geflüchteten, was für sie enorm wichtig ist. Sie sind in einer Vollzeitschulform, werden aber gleichzeitig in einem Praktikum, in einem Langzeitpraktikum betreut. Und ich glaube, diese Kombination, das ist wirklich etwas, wo ich persönlich überzeugt bin, dass das wegweisend sein kann. Also den Weg müssen wir noch weiter gehen, aber den Beginn haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja, das ist also so mehrere Sachen parallel dann eben auch laufen. Ich möchte noch unseren letzten Gast vorstellen, nämlich Dr. Gerhard Wegner. Er ist Vorstandsvorsitzender des Niedersächsischen Bundes für freie Erwachsenenbildung e.V. Er hat in Göttingen und Nairobi studiert und war in den 80er Jahren Pastor in Celle. Und er war auch Leiter des Büros der Evangelischen Kirche für die Expo 2000. Ja, das ist ja auch wichtig. Und der promovierte Theologe ist Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD Hannover. Und seine Arbeitsschwerpunkte, vielleicht noch ganz kurz, ist, weil das heute auch, denke ich, wichtig ist, Sozialethik und Religionssoziologie, da kommen wir noch zu, und der sozialen Milieus auch in der Kirche, ein wichtiges Thema. Sie haben schon 90.000 Sprachkurse gegeben. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Sprachkursen? Was für Lücken gibt es vielleicht und wie wollen Sie die schließen? Ja, die niedersächsische Erwachsenenbildung war von Anfang an ganz vorne mit dabei in der Vermittlung von Deutschkenntnissen, Sprachkursen. Sie haben die Zahl schon erwähnt. Wir haben seit 2015 90.000 Teilnehmer gehabt in unseren Kursen, die wir qualifiziert haben. Das ist eine tolle Leistung, finde ich, was da gemacht worden ist. Das ist im Auftrag des Landes passiert, auch finanziert durch Mittel des Landes. Die Finanzierung fing 15, 16 dann an und hat 17, 18 ist sehr großzügig vorgenommen worden, sodass wir also im ganz großen Stil auch Qualifizierungen durchführen konnten. Das war eine tolle Geschichte. Das Problem, was nun einsetzt, ist, dass diese Förderung runtergefahren wird. Sie ist in 19 schon runtergefahren worden. Wir leben im Augenblick in diesem Jahr, in 19 und 20, ganz stark von Restmitteln, die wir noch haben. Und es ist abzusehen, dass diese Förderung für diese Sprachkurse in Zukunft weniger werden wird, erheblich weniger werden wird. Und das erzeugt ein Riesenproblem, weil sich alle denken können, die Qualifizierung, die wir geschafft haben bisher, die liegt nach wie vor für die meisten Menschen im A-Bereich. Nach B sind nur wenige gekommen. Und die Sprachniveau ist ja klar. Vom Sprachniveau her. Und da ist nach wie vor ein riesiger Bedarf an Weiterqualifizierung vorhanden. Wenn wir Integration in Arbeit schaffen wollen, dann ist Deutsch natürlich ganz wichtig und dann muss man nach B1 oder sowas muss man schon kommen. Und wenn wir das aber wollen, dann dürfen wir nicht aufhören, da zu investieren in diesem Bereich. Die Erwachsenenbildung hat deswegen zusammen mit anderen Trägern, vor allen Dingen mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammen, mal eine Prognose gemacht, sehr genau berechnet. Was heißt das, wenn wir den Großteil der geflüchteten Menschen nach B1 oder B2 bringen wollen? Und daraus folgt, dass wir in den nächsten Jahren eben doch noch erhebliche Mittel einsetzen müssen, erheblich mehr als bisher geplant ist. Ich kann nur an dieser Stelle appellieren, dass wir da nicht nachlassen. Denn wir haben jetzt Bildungsketten begonnen, die Bildungsketten funktionieren und die müssen weitergeführt werden. Wenn man einmal den Kontakt verliert zu Leuten, ist es schwierig, die Bildungskette wieder aufzubauen. Und das ist aber eine finanzielle Frage, die muss weitergeführt werden. Und gerade durch Corona ist ja jetzt wie überall auch ein Einbruch in diesem Feld zu spüren. Wir machen natürlich weiterhin Kurse für schutzsuchende Menschen. Die sind auch kleiner von der Zahl jetzt her, weil es die Hygieneregeln so erfordern und so weiter. Das ist alles gut organisiert, aber wir dürfen da nicht nachlassen, sondern wir müssen weiter investieren und Kurse durchführen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich müssen diese Kurse, meine Meinung, und nicht nur meine Meinung, und das wird ja auch die Runde hier bestätigen, die müssen viel stärker mit der beruflichen Integration verknüpft werden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir überall diskutieren müssen. Es gibt auch viele schöne Beispiele, dass das auch funktioniert, aber da muss noch viel mehr gemacht werden. Ja, Herr Payan, die hat das ja vorhin auch angesprochen. Ne? Wunderbar entfaltet. Genau, ja. Das hat er auch gesagt, dass sprachlich weitergehen muss, damit eben nicht so viele Geflüchtete in sogenannten Hilfsarbeiten oder in zu niedriger Qualifizierung bleiben. Ne? Das Darum ist der Punkt, ja. Geht es ja ganz stark. Die Arbeitsagentur, Herr Pfeiffer, hat da ja natürlich einen ganz wichtigen, ist eine wichtige Funktion. Wie ist denn das? Haben Sie denn spezifische Hürden oder welche spezifischen Hürden machen Sie denn aus bei Ihren Programmen?
Naja, ganz wichtig ist, dass einer alleine bei diesem Thema hier nicht mehr erfolgreich sein kann. Und deswegen, das ist mehrfach angeklungen. Also was wichtig ist, dass die vielfältigen, unterschiedlichen Angebote von allen Netzwerkpartnern, die hier sind und die auch jetzt irgendwie zuschauen und zuhören, dass die entsprechend gut gebündelt werden, damit wir am Ende ein Gesamtangebot vorhalten können, das auskömmlich ist. Und ich bin fest davon überzeugt, das kann gelingen. Die Mittel, da haben Sie vollkommen recht, die werden natürlich auch bei allen zunehmend dann auch knapper. Nur wenn wir uns das insgesamt mal anschauen und wenn wir es klug hinbekommen, dieses Gesamtangebot so miteinander zu verknüpfen, dass es zueinander passt, dann bin ich davon überzeugt, dass wir für jeden ein passendes Angebot haben, was Sprachförderung angeht. Und dann müssen wir dranbleiben. Und wir müssen dranbleiben, was auch die Niveaus angeht, weil in der Tat A2 reicht dann ganz häufig nicht. Wir brauchen B1, Herr Dr. Payandi hat es auch gesagt. Und wir wollen ja auch nicht bei der ersten Qualifizierungsstufe aufhören. Wir wollen ja, wir haben vorhin gehört, wie viele von den Menschen aus anderen Ländern, die bei uns beschäftigt sind, dann auch auf dem Helferniveau tätig sind. Die sind, das sind mehr als bei der inländischen Bevölkerung. Ja. Wir haben auch etliche, die sind auf Fachkraftebene tätig. Das darf man auch nicht verschweigen. Aber da ist noch Luft nach oben. Ja. Und auch dafür braucht es dann weitere Sprachkenntnisse. Und insofern bin ich davon sehr überzeugt, dass es eine Herausforderung für uns ist, die wir aber bewältigen können, dass wir das Gesamtangebot an Sprachförderung anschauen, die Chancen der Digitalisierung nutzen, die jetzt zusätzlich gekommen sind, und dann eben halt ein gutes, auskömmliches Angebot vorhalten. Mhm. Frau Keckbergner, wie ist denn das mit der berufsbezogenen Deutschförderung? Wie steht es damit? Also wir haben ja die sogenannten DeuFÜV-Kurse. Wir haben ja eine Rahmenvereinbarung geschlossen, dass Land Niedersachsen im März 2019 beteiligt war. Die Regionaldirektorin, ihre Vorgängerin Frau Hölzen-Schuh, hat noch unterschrieben. Es waren beteiligt der Niedersächsische Landkreistag. Also es waren die Player wirklich am Werk und natürlich auch das BAMF, die wir soweit committen konnten. Ich sage das jetzt ganz bewusst, weil es ist ja nicht so einfach, diese Organisation auf eine Sache zu vereinen. Aber das haben wir geschafft in einer Rahmenvereinbarung. Diese Rahmenvereinbarung bietet die Möglichkeit, Sprachkurse vom BAMF, finanzierte Sprachkurse direkt an den berufsbildenden Schulen anzubieten. Das heißt, für die jungen Menschen vor Ort, die in der Berufsausbildung sind, die müssen nicht noch an einen weiteren Ort fahren. Sie können an den berufsbildenden Schulen bleiben und können dort in ihrer vertrauten Umgebung, ich sage das ganz bewusst, vertraute Umgebung, denn auch Vertrauter, die sagten vorhin so schön, Heimat. Ich glaube, wenn man sich geborgen fühlt, kann man auch leichter lernen und man kann miteinander leichter lernen. Ich möchte nicht verhehlen, dass es eine große logistische Herausforderung ist für die berufsbildenden Schulen, unterschiedliche Ausbildungsstufen, unterschiedliche Gewerke zusammenzuführen. Aber es ist gelungen. Es gibt Beispiele an den berufsbildenden Schulen, wo diese Sprachkurse wirklich vorbildlich geführt werden. In Hannover gibt es das Projekt INSA. Ich mache mal ein bisschen Werbung hier. Es gibt ein tolles Projekt in Oldenburg. Ich denke, diese Projekte können auch Beispiele sein für andere Landkreise, für andere Kommunen. Auch da muss man sagen, der Anfang ist gemacht, aber es ist wie in allen Dingen, man muss weitermachen. Also man darf nicht nachlassen. Auch wenn ich die erste Deutschförderverordnung gesehen habe, habe ich gedacht, das schaffen wir nie. In meiner aktiven Zeit, als ich immer noch die fleißig gelesen habe, habe ich auch da festgestellt, auch Förderverordnungen können sich den Gegebenheiten anpassen und es ist deutlich einfacher und besser geworden. Ja, vielen Dank für die Beispiele, die ich denke, gerade in so einem Flächenland wie Niedersachsen ist das wichtig, weil die Fahrzeiten gerade, das kennt man in der dualen Ausbildung, irre sind, wie weit die manchmal fahren müssen. Frau Dr. Sander, da im Anschluss finde ich eine wichtige Frage, die reglementierte Berufsausbildung in Deutschland, inwiefern könnte die geöffnet werden, sodass mal also Chancengleichheit oder auch Nachteilsausgleiche ermöglicht werden? Ist sowas möglich und wenn wie? Also vom Grundsatz her, wir haben ja, das habe ich eben gesagt, dieses Integrationsprojekt. Wir haben fast 1000 Flüchtlinge jetzt in einer Ausbildung. 120 davon, die haben abgebrochen, weil es einfach vom Anspruch her zu hoch war. Was ich einfach nicht glaube, was unsere Lösung heute ist, abgespeckte Qualifizierungsangebote zu machen für Geflüchtete. Deswegen auch mein Eingangsstatement. Wir müssen durch eine gute Qualifikation, und da sollten wir keine Unterschiede machen zwischen geflüchteten Menschen und Menschen hier vor Ort,
den sollten wir eben das Gleiche anbieten. Sonst ist es nachher auch eine Ausbildung zweite Klasse, wenn sie da irgendwie versuchen abzuspecken. Also ich glaube, dass wir gerade im Handwerk, wir haben ein Motto, es kommt uns nicht darauf an, woher jemand kommt, sondern wohin jemand möchte. Und wir haben viele gute Erfahrungen gemacht mit Flüchtlingen. Es ist eine Riesenherausforderung für die jungen Menschen. Herr Bayandé hat das eben auch deutlich gemacht. Wenn ich hier ein paar Vokabeln vorlesen würde, die wir im technischen Bereich haben. Wir haben auch im Handwerk eine hochanspruchsvolle Ausbildung. Das wissen viele vielleicht nicht in der Tiefe. Also wenn wir das alles im Hinterkopf behalten, dann würde ich sagen, uns ist vieles gelungen. Und das, auch was Sie eben gesagt haben, wir haben Instrumente auf den Weg gebracht. Und ich würde niemals in Richtung einer Zweiklassenausbildung gehen wollen. Weil das bringt den Menschen am Ende nichts und bringt auch der Ausbildung in der Gesamtheit nichts. Wir haben bei uns in den Handwerkskammern auch eine starke Arbeitnehmervertretung. Die legt sehr viel Wert darauf, dass die Ausbildung am Ende dazu führt, dass die jungen Menschen in der gesamten Fertigkeitsbreite eines Gewerkes ausgebildet werden. Weil das verschafft ihnen auch die Möglichkeit, mobil zu sein, also von einem Betrieb zum anderen zu gehen. Das ist für unsere, auch gerade mit Blick auf Jugendarbeitslosigkeit, ein Riesenthema. Also das, glaube ich, wäre für mich nicht der Weg. Nee, also meine Frage, ich hatte das jetzt auch nicht so gemeint, sondern was zum Beispiel die Prüfungsordnung angeht, wäre eine Forderung, die generell zu überarbeiten. Das müsste dann schon für alle sein. Also das, genau. Das ist schon klar, dass man die Prüfungsordnung nicht für die einen so machen kann, für die anderen so. Das ist ja, denke ich, logisch. Ne? Genau. Also wir haben da viele Erfahrungen. Wir haben auch Initiativen unter dem Thema einfache Sprache. Weil bei uns im Handwerk haben wir im Prinzip Schülerinnen und Schüler aus allen Schulformen. Also Hauptschule, Realschule, Gymnasium stellen wir fest. Wir haben inzwischen ein Drittel mehr. Wir haben über 12% inzwischen im Handwerk, die auch mit Abitur zu uns kommen, weil die Berufe so anspruchsvoll werden. So, und von daher denke ich, haben wir da auch in unseren Handwerkskammern, in den Bildungsstätten ein enormes Erfahrungspotenzial. Und da glaube ich, werden alle Anstrengungen in dieser Richtung auch unternommen. Jetzt ist es so, wir haben schon eine Frage. Sie wissen ja, Sie können sich im Chat beteiligen. Sie können Fragen stellen. Und eine Frage wurde jetzt gestellt, die nun auch genau zu dem geht, was Sie, Frau Dr. Sander, gesagt haben. Ist also eine Frage auch an Sie von Silvia Messing. Wann werden endlich die Prüfungsordnungen so sprachsensibel angepasst, dass alle Auszubildenden mit und ohne Hintergrund davon profitieren können? Eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, ist auch eine sehr schwierige Frage, weil man kann Sprache vereinfachen. So, aber Sie haben technische Fachbegriffe. Sie haben eine Fachsprache. So, und die müssen Sie auch verwenden, weil wir haben ja in unseren Berufen, auch gerade in unseren technischen Berufen, auch als Zulieferer für die Automobilindustrie oder in vielen anderen Bereichen, technische Anforderungen, also wenn ich jetzt denke an das Thema Energie- und Klimawende. Wir im Handwerk sind die Ausrüster der Klima- und Energiewende. Das ist technisch derartig anspruchsvoll, dass man natürlich im Sinne unserer Auszubildenden diesen Weg beschreiten kann. Aber ich warne davor, dass wir zu einer abgeflachten Sprache kommen. Weil das hilft den Menschen nachher im betrieblichen Prozess in keinster Weise. Sie müssen mit dieser Sprache am Ende auch umgehen können. Also ich verstehe das Anliegen, aber ich muss einfach darum bitten, dass man da auch einfach anerkennt, dass handwerkliche Berufe in vielen Köpfen aus einer Zeit kommen, die vor 20, 30 Jahren vielleicht richtig war, aber heute nicht mehr. Verstehe. Jetzt kommt tatsächlich noch eine Frage an Sie. Danach kommt aber Herr Meinecke auch mal dran. Und ich hatte im Vorfeld nämlich gedacht, dass Herr Pfeiffer dauernd gefragt würde von der Bundesagentur. Habe ich mich ja geirrt. Also tatsächlich kommt jetzt noch, aber vielleicht kommen ja noch ganz viele Fragen an Sie. Wer weiß, das kann ich ja. Ich kann ja nicht in dem Kopf der Teilnehmenden sehen. Ich sehe Sie ja nicht hier, sondern Sie sind ja zu Hause oder wo auch immer an Ihren Computern. Katrin Altmann fragt, wie es mit den Nachteilsausgleichen aussieht, zum Beispiel bei den Zwischenprüfungen im Mai. Das ist nun wieder Handwerk. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, kann ich das ist so operativ und das ist gewerkebezogen so unterschiedlich, da könnte ich jetzt pauschal gar nicht drauf antworten.
Gut, jetzt hatte ich ja gesagt, Herr Meinecke kommt erstmal dran, aber jetzt ist die nächste Frage an Frau Keck-Perkner. Sie entschuldigen. Nach unserer Erfahrung krankt das Sprintsystem, das haben Sie ja genannt, deshalb nimmt die Zuschauerin, die Teilnehmerin genau darauf Bezug, dass es seitens der Berufsschulen nur unzureichende Unterstützung bei der Suche nach einem Praktikumsplatz gibt. Oft werden die Langzeitpraktika auch sehr spät gesucht, sodass eine Unterbringung in Betrieben oft am Zeitfaktor scheitert. Ist hier eine Verbesserung geplant? Mir ist das gar nicht bekannt, dass das so ist. Gerade da bin ich nämlich, also meine Kenntnisse gehen dahingehend, dass am Ende des Sprintprogrammes ja gerade da auch die Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion mehr als gut funktioniert hat. Wir haben da ja entsprechende Berater gehabt, Projektberater. Da hat ja auch das Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft mitgearbeitet, gerade bei Sprint Dual, um gerade diese Dinge zu vermeiden. An den berufsbildenden Schulen haben wir zusätzlich auch noch Schulsozialpädagogen eingestellt gehabt. Auch die Stellen konnten wir verstetigen. Also nicht nur, dass wir einmal Stellen ins System gegeben haben. Und die sind genau dafür da, um mit den jungen Menschen diese Dinge zu besprechen. Aber auch das geht auch nur im Netzwerk. Also mir persönlich, und ich bin auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen im Kultusminister überzeugt, dass genau diese Thematik so an uns noch nicht herangetragen ist. Ich nehme sie aber mit, werde mich erkundigen. Aber die berufsbildenden Schulen, wie ich sie kennengelernt habe, die packen an. Also wo da jemand ist und ein Praktikum möchte. Ich glaube, da werden alle Hebel, Mittel in Bewegung gesetzt, um wirklich auch junge Menschen ins Praktikum zu bekommen. Vielleicht, ich möchte das nochmal unterstreichen, auch gerade bei den Berufsausbildungen. In den berufsbildenden Schulen gibt es ja Ausbilderkreise. Da arbeiten wirklich die Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen mit den Kollegen und Kolleginnen aus den Betrieben ganz eng zusammen. Die sprechen miteinander und schauen noch, ist da jemand, was wäre denn da ein geeigneter Betrieb? Also ich kann diese Frage verstehen, natürlich ist es eine wichtige Frage, aber ich muss ganz deutlich sagen, es ist noch nicht so ein Problem gewesen, das an uns herangetragen wurde. Und wie ich unsere Mitspieler kenne und auch Dr. Sander, ich wüsste das jetzt wirklich nicht. Müsste ich jetzt gleich machen. Derjenige, der sucht, sollte sich an die Handwerkskammer wenden. Absolut. So, und dort direkt nachfragen. Absolut. Es gibt Praktikumsbörsen, es gibt Ausbildungsbörsen. Genau. Also da denke ich, haben wir kein mangelndes Angebot, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja schön zu hören, da kann man sich auf jeden Fall an Sie melden. Gut, jetzt aber wollen wir jetzt zu den Unternehmen kommen. Herr Meinecke, wie ist denn das? Wir haben jetzt schon gehört, Praktika. Wie klappt denn die Integration im Arbeitsalltag bei Ihren Unternehmen? Ja, ich sagte ja schon, über die eigentliche Arbeit läuft das. Aber das ist natürlich, reicht das oft nicht. Und da hat man so, sieht man doch schon kreative Ansätze. Diese Programme, die auch schon genannt wurden, die Sprachförderungsprogramme, aber noch weiter zu ergänzen. Also da gibt es so, habe ich gehört, Unternehmen, da geben Azubis halt Nachhilfe, geflüchteten Azubis, oder es werden Tandemprogramme auferlegt, dass man eben auch mit Gleichaltrigen Mentoren zur Seite stellt und allgemeine Hilfe leistet. Das kann von der Wohnungssuche gehen, Integration in den Sportverein. Aber das Thema Sprache kommt einem auch immer wieder über den Weg. Und es geht auch so weit, dass eben auch diese Programme, warum auch immer, nicht genutzt werden oder sind zu wenig da, sondern dass einfach auf eigene Kosten Sprachunterricht zur Verfügung gestellt wird, intern, extern, während der Arbeitszeit, nach der Arbeitszeit, weil eben das Thema Sprache doch ein sehr, sehr wichtiges ist, wo auch Ausbildungen dran scheitern, wo es Abbrecher gibt. Und da sind wir, glaube ich, werden wir immer wieder zu diesem Thema kommen, haben wir auch in den Beiträgen gehört von den anderen, dass da wirklich der Hase im Pfeffer liegt. Aber es gibt eben auch andere Themen, einfach die reine Nachhilfe oder auch das Thema Allgemeinbildung ist etwas Verständnis generell wecken für das Thema Ausbildung, was ja ein spezifisch deutsches System ist. Das versteht nicht jeder, der hierher kommt, der möglicherweise mit anderen Jobs, die keine Ausbildung erfordern, erstmal mehr Geld verdienen kann und dafür Verständnis zu entwickeln. So, da glaube ich, da können wir noch an vielen Stellen Unterstützung für Unternehmen auch leisten, in unseren Netzwerken, aber auch vom Land her wäre das von Vorteil. Mhm. Da haben wir auch eine passende Frage aus dem Chat. Andrea Pasch gefragt, sehen Sie Chancen bei der Deutschsprachförderverordnung für die Pilotförderung Azubi-Berufssprachkurse durch das BAMF? BAMF haben wir ja nun hier, aber ich weiß nicht, ob Herr Pfeiffer oder jemand anders
dazu etwas sagen will. Herr Pfeiffer, Sie haben ja viel mit BAMS zu tun. Ne? Insofern, vielleicht können Sie was dazu sagen. Naja, in der Tat haben wir viel mit dem BAMF zu tun, aber mit vielen anderen Netzwerkpartnern, natürlich, die eben halt Sprachangebote organisieren auch. Und ich erlebe auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten sich bei dem Thema deutlich entwickelt, deutlich verbessert hat. Das ist sehr viel flexibler geworden. Da gehen die Beteiligten sehr viel besser aufeinander zu. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz richtig begriffen habe, wohin sozusagen diese, worauf sich diese Verbesserung bezieht. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir Verbesserungsbedarfe, die wir erkennen, dass wir die auch entsprechend einspielen können und auch entsprechend nutzen. An der Stelle aber vielleicht auch ein Hinweis zu einem Thema, das gerade auch schon angeklungen ist, die Chancen der Digitalisierung auch beim Thema Sprachqualifizierung, Sprachtraining entsprechend zu nutzen. Das ist ja gerade in so einem Bezirk wie Niedersachsen, wo wir auch viel ländlichen Raum haben, wo wir auch manchmal Schwierigkeiten haben, Sprachkurse in Präsenz zu organisieren, wo wir jetzt unter Corona-Bedingungen Schwierigkeiten hatten, tatsächlich Sprachqualifizierung dann aufrechtzuerhalten, fortzuführen. Glaube ich, bietet die Digitalisierung da echt Chancen. Und da hat sich auch das BAMF an der Stelle deutlich bewegt. Die Angebote sind flexibler geworden. Das ist im Moment befristet bis zum Ende des Jahres 2020. Danach soll es evaluiert werden. Das wäre für mich jetzt ganz wichtig, dass wir ohne der Evaluation vorzugreifen, aber doch nach Möglichkeit schauen, dass wir diese zusätzlichen Chancen, dass wir die erhalten und dass wir die ausbauen. Herr Dr. Payandee hat vorhin davon gesprochen, dass so viele da unterwegs sind mit Smartphones und sich entsprechend da auch informieren, teilweise aber auch Qualifizierung über Smartphone entsprechend nutzen. Das hat alles Grenzen und manchmal braucht man die Begleitung und manchmal braucht man so hybride Formen von Qualifizierung. Aber das zu nutzen, das auszubauen, das ist, glaube ich, eine Riesenchance und die sollten wir nutzen. Dankeschön. Hier noch eine, aber das ist keine Frage, eine Anmerkung von Katrin Altmann. Ponte Azubis hat, weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt, soweit es möglich war, den geflüchteten Azubis einen Ehrenamtlichen an die Seite gestellt. Allerdings, Sie kennen das, können Ehrenamtliche digitale Bildung nur begrenzt auffangen. Da braucht es perspektivisch an der Berufsschule gekoppelte Angebote. Dazu würde ich gerne bitte, Frau Dr. Sanne. Wir haben ja das Thema angesprochen, auch gerade Frauen zu gewinnen für die Ausbildung. Und wir wissen, wir haben da ein großes Defizit. Es hat manchmal auch kulturelle Hintergründe. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Und wir rekrutieren jetzt aus dem Integrationsprojekt junge Menschen, die die Ausbildung erfolgreich absolviert haben, als Botschafter. Mhm. Weil sie nämlich die Sprache der Geflüchteten sprechen. Denn viele Geflüchtete haben keine Vorstellung von unserem Ausbildungssystem. Also mir hat ein Betriebsinhaber erzählt, er hätte einen sehr erfolgsversprechenden Metallbauer gehabt in der Ausbildung, der dann irgendwann im Betrieb aufschlug und sagte, er hätte doch jetzt die Überlegung, er würde gerne einen Imbiss eröffnen. Und damals hat man mir gesagt, das hat einen anderen Status. Also so, und ja, wenn man sich dann aber vorstellt, das hat eben auch Hintergründe. Und der Betriebsmann hat zu mir gesagt, also der hätte das Potenzial gehabt, Meister zu machen. Der hat alles mitgebracht. So, und deswegen denke ich einfach, wenn wir jetzt in eine neue Phase kommen und diejenigen, die dieses System erfolgreich, mit viel Biss, mit viel Energie durchlaufen haben, das sind Botschafter für uns. So, und da denke ich, ist es einfach wichtig, dass man die Sprache spricht. Wollen Sie dazu auch noch etwas sagen von Seiten? Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich glaube gerade so, dass man voneinander lernt. Ich kann, im Handwerk, es gibt ja in den berufsbildenden Schulen Messen, da sind Auszubildende, die quasi im Rahmen der Berufsorientierung, also das ist jetzt nicht nur speziell für geflüchtete junge Menschen, aber wo die Kontakte wirklich über die Auszubildenden hergestellt werden, zu den jungen Menschen, die in den allgemeinbildenden Schulen sind. Und ich glaube, dadurch senkt sich auch eins, das ist nämlich die Hemmschwelle. Also die Hemmschwelle, wirklich mit den Dingen in Kontakt zu kommen. Und das
berufsbildende System in Deutschland ist ja weltweit sehr, sehr anerkannt. Aber wir dürfen nicht verhehlen, es ist auch sehr komplex. Und wenn ich aus einem völlig anderen Kulturbereich komme, dann kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass ich nicht nur in die Schule gehe und anschließend irgendwo ein Praktikum mache, dass das wirklich auch vernetzt an, aufeinander bezogenes, abgestimmtes System ist. Und ich glaube, das ist etwas, das müssen wir noch viel, viel mehr vermitteln. Und ich finde, Botschafter und Botschafterinnen, glaube ich, ist der geeignete Weg, um an die jungen Menschen auch heranzukommen. Herr Wegener, das deutsche Berufsverständnis ist auch sehr anspruchsvoll. Nicht? Also wir erwarten von unseren Leuten, dass sie selbstverantwortlich handeln und so weiter. Ja. Gerade im Handwerk und so, das ist in den Ländern, wo die Flüchtlinge herkommen, nicht unbedingt so habitualisiert. Das muss man lernen, genau. Und das kann man dann aber auch nur lernen, auf der Arbeit lernen. Also das kann man nur in einer konkreten Begegnung in Arbeitsfeldern lernen. Und deswegen, ich finde diesen Weg, den es ja vielfach auch gibt, dass man versucht, irgendwie Sprachen lernen und Arbeitswelterfahrung, dass man das besser integriert, nicht jetzt gleich als Alternative zur beruflichen Ausbildung, das meine ich gar nicht, aber als, dass man das vernünftig integriert, ist, glaube ich, der Königsweg zum wirklichen vernünftigen Sprachenlernen. Denn man lernt die Sprache viel besser, wenn man sie in konkreten Alltagssituationen, in beruflichen Arbeitsweltsituationen gleich irgendwie anwenden kann. Also ich weiß das nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war auf der Schule immer ganz schlecht in Französisch, aber als ich da mal ein halbes Jahr lang in der französischen Schweiz ausgesetzt war, da habe ich es natürlich prompt gelernt und da konnte ich es auch. Und das ist so, das finde ich wichtig. Und es gibt dafür auch tolle Projekte. Wir haben hier in Hannover Arbeitsagentur und Erwachsenenbildung, Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft und Arbeit und Leben, also die Sozialpartner, haben zusammen so ein Projekt gemacht, alles aus einer Hand. Das läuft auch irgendwie immer noch oder soll weiterlaufen. Da geht es um individuelle Beratung gleich zu Anfang, um vernünftige Erfassung, was kann jemand, was für ein Weg. Der Weg wird individuell konzipiert in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur. Und dann erfolgt das immer in Kooperation, Sprachenlernen, betriebliche Praktika, Aufenthalt im Betrieb. Und zum Schluss erfolgt der Versuch, jemanden dann auch in einen Beruf zu vermitteln, also richtig gehend zu vermitteln. Sowas finde ich, das sind zukunftsträchtige Projekte. So in die Richtung muss man irgendwie operieren. Es gibt auch Betriebe, die da ganz toll machen. Ich habe von hier von unserem, wo immer die schönen Torten herkommen, wie heißt das mal? Komrad und Wiese. Ach, Komrad, ja, die und Wiese. Da, die machen in dieser Hinsicht irgendwie ein tolles Projekt mit Geflüchteten, die dann sozusagen in der Firma auch noch eine zusätzliche Sprachqualifizierung bekommen. Die das eigenständig machen. Sowas das eigenständig öfter, in Zusammenarbeit mit uns auch, aber dann in der Firma noch, und das wird auch bezahlt dann, diese Stunde oder die anderthalb, wo sie dann noch Sprache üben. Sowas finde ich toll. Also ja, das sind auch um sonst Unternehmen zu binden, sicherlich sehr gut. Ja. Zu Thema Sprache tatsächlich noch eine Frage aus dem Chat. Andrea Bürgeling fragt, wir haben leider nicht für jeden und für jede das passende Sprachangebot. Ja. Das Sprachförderangebot, Entschuldigung. Die Berufstätigen sind aufgrund der Arbeitszeiten häufig nicht in der Lage, genau das, was Sie eben gesagt haben, ein Regelangebot anzunehmen. Also das wäre genau das. Und Sie nennen noch das Beispiel, im Landkreis Osnabrück haben wir aus diesem Grund eine individuelle Sprachförderung für IQ-Ausbildung und Beschäftigung initiiert, die durch kommunale Gelder finanziert wird. Ja, ja. Wie muss die berufsbegleitende Regelsprachförderung individualisiert und flexibilisiert werden, damit auch Menschen aus einem Flächenlandkreis und mit unregelmäßigen Arbeitszeiten gefördert werden können? Sie sprachen es eben an, Firmen können selbst was tun. Ist es vielleicht auch Arbeitsagentur? Ich will jetzt nicht immer Sie, aber wer könnte dazu vielleicht etwas sagen? Naja, so ein bisschen ist das, was wir gerade besprochen haben, dass man eben halt schauen muss, die Lebenssituationen sind ganz vielfältig und das passende Angebot dafür zu organisieren, möglichst individuell, ist eine Herausforderung, gerade in einem Flächenbezirk. Und deswegen glaube ich, dass solche weiterentwickelten Angebote, hybride Angebote, digitalisierte Angebote, dass darin tatsächlich die Chance liegt, solche schwierigen Arbeitszeitmodelle, was jetzt eine begleitende Qualifizierung angeht, dann auch zu ermöglichen. Und ich erlebe das schon, dass sowohl die Betriebe, aber auch die berufsbildenden Schulen, dass die da schon sehr viel möglich machen. Und ich behaupte einfach jetzt mal ganz kräftig, wenn wir wollen, kriegen wir für jeden das passende Angebot auch entsprechend hin. Ich kann mir kaum vorstellen, dass am Ende es tatsächlich dann Sachverhalte gibt, Lebenssituationen gibt, wo wir sagen, da sind wir am Ende mit unseren Ideen, da fällt uns nichts mehr ein. Herr Meinecke, wie ist denn das? Was können denn die Unternehmen tun? Also gerade zu Thema Bildung oder auch Betrieb im Klassenzimmer, solche Sachen wurden schon ein bisschen genannt. Was denken Sie, können da Betriebe tun?
Naja, im Wesentlichen das, was ich schon gesagt hatte. Ne? So, also sehr, sehr wichtig finde ich auch, neben dem Thema Sprachkompetenz ist halt eben auch so eine Integration dann auch zu organisieren über Mentoren und so weiter und dann eben auch, dass Geflüchtete nicht nur in ihren eigenen Milieus nach der Arbeit sind, sondern eben ja, im Sportverein, wo auch immer mit integriert werden. Und ich glaube, da kann man relativ niedrigschwellig, wenn man eben so dem Azubi, den anderen Azubi beiseite stellt, dass man da Teams bildet, Tandemprogramme aufsetzt oder so, das glaube ich, da kann man einiges erreichen. Mhm. So, jetzt kommt aus dem Chat noch eine Frage an Herrn Pfeiffer. Markus Danner, bisher nehme ich wahr, dass die Arbeitsagenturen ihrer bestehenden Maßnahmenformate, die sie ausschreibt, die berufsbezogene Sprachförderung in Anführungsstrichen mit hineinschreibt, um dann die Zielgruppe der Geflüchteten in die klassischen Formate zu integrieren. Das wird den Geflüchteten und ihren Förderbedarfen nicht wirklich gerecht. Gibt es seitens der Arbeitsagentur Überlegungen, gezielt Formate für die berufliche Integration der Geflüchteten anzubieten, in Klammern auch die Älteren? Naja, also wir als Bundesagentur für Arbeit dürfen wir nur berufsbezogene Sprachförderung anbieten. Ja, die allgemeinbildende genau. Sprachförderung, das ist Aufgabe von anderen. Mhm. Und deswegen ist mir so wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier ganz viele, dass hier alle, die da irgendeine Rolle haben, ihren Beitrag liefern müssen. Und dass es uns gelingen muss, das Gesamtangebot transparent zu machen und dann niederschwellig zusammenzuführen. Wir haben Möglichkeiten, auch in der Ausschreibung da sehr flexibel entsprechend zu reagieren, auch sehr individuell zu sein. Letztlich ist aber unser Auftrag berufsbezogene Sprachförderung. Und das macht auch einen guten Sinn, weil in der Tat, und Herr Wegner hat das ja schon auch angedeutet, die Erfolgsaussichten bei der Sprachvermittlung, die sind sehr viel größer, wenn ich das gleich kombiniere mit genau. Elementen von beruflicher Qualifizierung und wenn ich das berufsbezogen entsprechend ausrichte. Und das, was Herr Meinecke angesprochen hat, dass wir dann auch noch eben halt andere Lebensbereiche entsprechend organisieren über das Ehrenamt oder über diesen Peer-Ansatz, der ganz wichtig ist, auch um am Image von Berufsbildung zu arbeiten. Auch das ist ja ein ganz ein wichtiges Thema, weil wir gehört haben, dass viele junge Menschen, die zu uns kommen in ihren Herkunftsländern, sowas wie Ausbildung gar nicht kennen. Mhm. Und sich schon fragen, Gebäudereiniger, warum muss ich das denn lernen? Noch dazu duale Ausbildung, das ist dann nochmal die nächste. Anspruchsvoll, absolut. Denken Sie. Absolut. Denken Sie an die Reine. Das ist ja nicht eher Fax, sondern manche Fragen aus anderen Ländern. Ja. Und das ist umso wirksamer, wenn jemand aus der Peer Group sagt, Mensch, das ist ein toller Ausbildungsberuf, da kannst du was lernen und hinterher hast du gute Beschäftigungschancen, als wenn der Berufsberater oder die Berufsberaterin, die bei uns einen tollen Job machen und die Ausbildungsberater, also alle machen einen tollen Job, aber das ist wirksamer, wenn das aus der Peer Group nochmal ankommt. Also insofern glaube ich, dass wir schon im Gesamtangebot flexibel sind und die Kunst muss sein, das eben halt so zu organisieren, dass das ankommt. Ja, genau. Jetzt eine Frage von Annette Mücke, die, denke ich, an Sie, Herr Wegner, geht. Welche konkreten Maßnahmen sind dann angedacht, um auch Menschen, die bereits gestandene berufliche Bieten aber an Anerkennung scheitern? Das hat ja ein bisschen mit Herrn Payan, die habe ich da ein bisschen drüber gesprochen. Können Sie dazu was sagen? Naja, wir bieten ein breites Spektrum an Sprachkursen an, die immer weiter verknüpft werden, zum Teil mit beruflicher Eingewöhnung, will ich mal sagen, Ausbildung, wahrscheinlich zu weit gesagt, aber mit beruflicher Eingewöhnung. Und das bieten wir sehr gestaffelt für alle möglichen Bereiche an, speziell für Frauen, speziell für höher Qualifizierte, speziell für, ich weiß nicht was, zweiter Bildungsweg für Geflüchtete gibt es zum Beispiel auch bei uns, der angeboten wird, der dann mit Sprache gekoppelt ist, aber der dann noch einiges mehr enthält und so weiter. Da gibt es ein breites Spektrum, das wird von unseren Trägern vorgehalten und da kann man sich informieren und kann da zugreifen. Die nächste Frage, ich denke ans Kultusministerium, Frau Keck-Bergner, sonst kann auch jemand anders gern antworten, von Ulla Kampers von der Firma Nordluft. Geflüchtete Frauen haben es immer noch schwer, einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. Fast ein Drittel haben keine oder eine geringe schulische Ausbildung. Leider tun sich viele Unternehmen schwer, Migrantinnen einzustellen. Gibt es ein spezielles Förderprogramm für Unternehmen, insbesondere Migrantinnen zu beschäftigen? Wir hatten das Thema ja schon ein bisschen vorher, trotzdem. Oder wer möchte dazu was sagen? Also ich denke, ja, das stimmt.
Ich glaube, Frauen, also das weiß ich jetzt aber aus meiner privaten Sicht, das ist einfach eine Schwierigkeit, weil da ist auch ein Stück Kultur, wo man auch deutlich sagen muss, dass wir sind ja hier in einer Runde, wir sind ja paritätisch besetzt, aber es gibt auch Länder, wo einfach auch Männer deutlich sagen, dass sie nicht möchten, dass ihre Frauen arbeiten. Und wenn die Frau dann auch noch Kinder hat, dann wird das Ganze, die Schwierigkeit, die verdoppelt und verdreifacht sich. Und ich glaube, dass man da versuchen muss, auch gerade junge Frauen in die Berufsausbildung zu bringen. Ich sage das jetzt auch ganz bewusst, weil in den Jahren 2015 die jungen Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, das waren überwiegend männliche junge Geflüchtete. Da sind kaum junge Frauen geflüchtet. Und die da sind, da muss man wirklich auch Sorge dafür tragen, dass man alle gleich behandelt. Also ich glaube, im berufsbildenden Schulwesen, da geben wir uns die größte Mühe und mir ist nicht bekannt, dass wir das nicht tun. Und unsere Frau Staatssekretärin, also der liegt das auch sehr am Herzen, dass gerade da auch das Paritätsgesetz und dass wir gerade in der Berufsbildung darauf abzielen. Aber das allein reicht nicht. Ich glaube, da ist es wieder notwendig, aber das haben wir jetzt schon so oft gesagt, aber das ist der Königsweg. Da müssen alle gemeinsam an der Sache arbeiten. Sonst wüsste ich nicht, wie wir da gerade jungen Frauen eine Möglichkeit bieten. Wenn sie in Sprachkursen, in Integrationskursen sind, muss dafür Sorge getragen werden, dass ihre Kinder betreut werden. Ne? Und das, glaube ich, ist auch ein Punkt. Sonst werden sie gar nicht erst in diese Kurse gehen. Ja, ja. Also diese Frage, ich weiß nicht, ob ich sie richtig verstanden habe, aber die ist mit Sicherheit eine ganz, ganz entscheidende Frage auch, unter dem großen Siegel auch Integration und gerade auch Integration von Frauen und auch jungen Frauen. Ja, Herr Pfeiffer wollte das vielleicht sagen. Vielleicht nur zur Ergänzung. Also was das Angebot der Bundesagentur für Arbeit angeht, da ist es so, dass wir nicht gezielt Unternehmen fördern, die jetzt Frauen einstellen. Was wir aber tun ist, wir fördern Unternehmen mit unterschiedlichen Instrumenten. Die gelten dann da natürlich auch. Aber wir fördern aus der anderen Richtung geguckt, wir fördern oder haben besondere Förderangebote für Frauen, die dann eben halt dann eine Beschäftigung aufnehmen wollen. Das knüpft an das, was Sie gesagt haben. Und viele andere Netzwerkpartner haben diese Angebote auch. Und da gibt es ganz passende Angebote, die sich sehr individuell, angefangen von der Sprache bis hin zur Lebenssituation, Betreuungssituation, auf die Situation, auf die Lebenssituation von Frauen, ganz häufig auch von alleinerziehenden Frauen entsprechend einstellen und da gut ansetzen und unterstützen. Und meine Empfehlung, mein Angebot ist, dass sich in einem solchen Fall dann auch gezielt an die zum Beispiel Beauftragten für die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, die gibt es in jeder Arbeitsagentur, dass man die anspricht und dann guckt, ob man da passgenaue Angebote findet. Mhm. Ich meine, das müsste doch auch viele der Geflüchteten, ich glaube, die Hälfte sind doch mittlerweile in Hartz IV gelandet. Ja, ja. Wenn ich das richtig gelesen habe. Und da müsste es dann doch über die Jobcenter auch Möglichkeiten der Förderung oder Aktivierung oder wie man das früher genannt hat, müsste es da doch auch geben eigentlich. Absolut. Also von daher, dass man von daher nochmal genauer guckt, was kann man machen, individualisiert machen. Und bei Hartz IV, wenn ich die gesetzlichen Regeln richtig im Kopf habe, sind doch auch Ausgleich von Benachteiligung ist doch vorgesehen da auch. Also es gibt da doch Möglichkeiten, was zu machen und das... Absolut, und da muss man im Einzelfall hingucken, worin besteht eine mögliche Benachteiligung, damit man die eben halt ausgleicht. Weil auch das ist eben halt nicht pauschal zu sagen. Das ist ganz individuell und hängt tatsächlich von der Lebenssituation der betroffenen Menschen ab. Ja. Dann eine Frage noch konkret jetzt an Sie nochmal, Frau Keck-Bergner, von Katrin Altmann. In unserem Projekt warten junge, motivierte Mütter auf Chancen auf eine Teilzeitausbildung. Das hatten wir noch nicht, das Thema. Es liegt nicht an Ihrem Mann, dass Sie keine Möglichkeit bekommen, sondern an Unternehmen, die sich nicht öffnen, aus unterschiedlichen Gründen. Thema Teilzeitausbildung hatten wir noch nicht. Also es gibt im berufsbildenden Schulwesen Bildungsgänge, wo wir auch ganz gezielt Teilzeitausbildung anbieten und auch sogar vermehrt anbieten und vor allen Dingen auch im sozialpädagogischen Bereich. Also aber es geht ja wohl um die Unternehmen. Also insofern also da muss ich sagen, bei den Unternehmen, da muss ich spiele Ihnen jetzt mal den Ball. Muss Herr Meinecke sagen. Ich mache das jetzt mal ganz geschickt hier und kann nur sagen, also es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten im berufsbildenden Schulwesen, auch in Teilzeit ausgebildet zu werden und gerade auch für die Menschen, die auch andere Wege gegangen sind und jetzt nochmal zurück in Schule möchten. Also so habe ich die Frage auch verstanden. Ich weiß, dass es gibt, aber es mangelt an den Unternehmen, die bereit sind, Teilzeit auszubilden. Können Sie das mal mitnehmen als Hausaufgabe? Wie ist das?
Ich kann das gerne mitnehmen. Ich würde jetzt mal bezweifeln, dass es dazu konkrete Zahlen gibt oder so. Das ist sicherlich nur ein Gefühl. Ich kenne auch Unternehmen, die das machen und auch anbieten. Weiß aber aus eigener Erfahrung, dass auch bei uns, wir haben das auch geprüft mal mit Teilzeitausbildung. Es ist dann an einem anderen Thema gescheitert dann bei der Kandidatin in dem Falle. Wir hätten das gemacht auch. Aber das sind halt auch immer nicht einfache Lebensläufe, wo sich diese Frage dann stellt irgendwo und wo es dann möglicherweise auch an anderen Themen scheitert. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Unternehmen grundsätzlich sagen, nein, Teilzeitausbildung, das machen wir nicht. Ist halt komplizierter. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen umständlicher ist für die Unternehmen. Ja. Und dass da schon bei der einen, und in dem Fall, das sind ja dann oft alleinerziehende Frauen in dem Fall. Ja. Das heißt, der Lebenslauf muss gar nicht so kompliziert gewesen sein, sondern es sind eben einfach Kinder da und kein Partner, der sich kümmert sozusagen. Insofern wäre das vielleicht doch schön, wenn man da ein paar Unternehmen motivieren könnte. So, wir kommen ja langsam dem Ende zu. Ich finde ja toll, die Beteiligung ist hier sehr gut im Chat. Wir haben noch eine Frage von Frank Steinlein, ganz allgemein. Gibt es eine Plattform, die die institutionelle Angebote bündelt? Gute Frage. Da lacht Herr Wegener, will er haben oder wie, ne? Ja, da sind wir dabei, wollen wir so sagen. Wollen Sie auch. Das ist schon in der Erwachsenenbildung nicht ganz so einfach, weil es viele verschiedene Organisationen sind, aber wir sind fleißig dabei, das hinzukriegen. Das ist der allgemeine Digitalisierungsschub durch Corona, der jetzt überall kommt und der auch bei uns kommt und das kommt alles. Bitte, Herr Pfeiffer. Es gibt tatsächlich eine solche Plattform, die heißt Kursnet, die eben halt dann auch von der Bundesagentur bereitgestellt wird, wo eben halt die sämtliche Weiterbildungsangebote entsprechend eingestellt werden können. Niemand ist verpflichtet, das zu tun, aber die wollen, können das machen. Damit schafft man Transparenz. Und da sind etliche 100.000 Angebote jetzt schon drin. Und insofern ist das sicherlich erstmal ein erster guter Schritt, um sich einen Überblick zu verschaffen. Aber das ist nicht vollumfänglich. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass es wahrscheinlich noch andere Plattformen gibt, wo eben halt auch solche Angebote noch vorgehalten werden. Aber das ist zum Beispiel mal ein praktischer Tipp. Genau, wir haben überhaupt viele praktische Tipps heute bekommen. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich schon mal bei allen Expertinnen und Experten, gerade für die konkreten Beispiele, was man machen kann. Und bevor Sie zu Hause, Sie waren sehr aktiv, da möchte ich mich auch ausdrücklich bedanken. So viele Fragen haben Sie gestellt und jetzt können Sie sich wieder gleich beteiligen und ein Feedback geben. Da kommt gleich auch noch die entsprechende Frage und erstmal hoffe ich, dass wir Ihnen Impulse geben konnten. Das war heute das Auftaktforum. Es gibt aber noch weitere. Nämlich jeden zweiten Donnerstag in Zukunft ab 10 Uhr, also immer am Vormittag. Das nächste ist am 24. September, dann am 8. Oktober, am 29. Oktober und am 2. November. Und mehr dazu erfahren Sie auf der Homepage www.niedersachsen-pakt-an.de. Und ich hoffe, Sie haben also einiges hier mitgenommen. Wir haben ja wirklich tolle Beispiele gehabt und haben einiges gelernt, was die wichtigen Faktoren sind. Sprache natürlich, aber auch andere Formen der Integration, gerade in einem Flächenland, fand ich auch sehr interessant, Stadt-Land-Gefälle und die verschiedenen Institutionen. Ich denke, wir haben noch eine Menge zu tun, aber die Akteure und Akteurinnen hier sind alle sehr aktiv. Und ich hoffe, Sie auch noch und wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen herzlichen Dank.